OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Präsident, Sie sind ja nicht nur in der Wirtschaftskammer aktiv, sondern Sie sitzen auch im Verhandlungsteam für die ÖVP. Jetzt wissen wir seit dieser Woche, Karl Nehammer, wussten wir eigentlich schon vorher, aber jetzt hat er es noch einmal dezidiert gesagt, wird mit Herbert Kickl keine Koalition abschließen. Hat sich die ÖVP damit nicht strategisch eingeengt und vollends in die Hände von SPÖ und Neos begeben? Ich glaube, man muss einfach festhalten, dass vor der Wahl Gesagtes nach der Wahl gelten muss. Und der Herr Bundesparteiobmann und Bundeskanzler hat sich da klar festgelegt und gesagt, er hat eine Präferenz und die Präferenz ist inhaltsgetrieben. Und die habe ich auch. Ich kann mir als Chef der Wirtschaftskammer Österreich und damit Spitzenvertreter für 580.000 Betriebe und fast 4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht leisten, eine Präferenz für eine bestimmte Partei zu haben. Wenn Österreich in einer sehr ernsten und schwierigen Lage ist, und das sind wir wirtschaftlich, dann muss man auf die Inhalte schauen, die mit einem Partner ausverhandelbar sind. Das ist eigentlich mein Zugang und ich orte diesen Zugang auch beim Bundeskanzler. Aber gerade wenn es um die Inhalte geht und wenn wir über den Wirtschaftsbereich sprechen, gibt es ja deutlich mehr Überschneidungen mit der FPÖ als mit der SPÖ. Warum verhandelt man dann nicht einmal mit der FPÖ? Ich glaube, es gibt eine Reihe von Themen, das hat der Herr Bundeskanzler gesagt, die uns aber trotzdem von der FPÖ trennen in den europapolitischen Fragen und in anderen Fragen der grundsätzlichen Zugänglichkeit im Bereich der Demokratie auch. Und es ist das Primat des Parteichefs, auch einen klaren Weg vorzugeben und zu sagen, da probieren wir etwas zum Diskutieren, da probiert man es nicht. Im Übrigen hat der Herr Bundespräsident auch eingefordert, dass einmal die Chefs der drei Parteien miteinander sprechen. Diese Gespräche sind nicht immer noch zum Abschluss gebracht worden. Das wird jetzt die Woche passieren und dann werden wir nächste Woche sehen, wo überhaupt verhandelt wird. Ich möchte nochmal unterscheiden, ich bin in einem Sondierungsteam und nicht in einem Verhandlungsteam. Also die Idee ist ja, dass dann trotzdem einmal zwischen Parteien zuerst sondiert wird und das halte ich für staatspolitisch sehr wichtig, ob man überhaupt ein gemeinsames Bild davon hat, was denn die großen Herausforderungen für die Republik sind. Es kann ja auch passieren, dass dieses Bild nicht ident ist. Dann müsste man sowieso zurück zum Anfang und sagen, vielleicht muss man einen anderen Weg einschlagen. Ich kann nur sagen, welche großen Herausforderungen ich und wir identifizieren. Und es ist halt so, dass es der Wirtschaft nicht gut geht. Die Wirtschaft muss aber laufen als Motor. Man muss zuerst erarbeiten, was man nachher verteilen kann. Man muss zuerst erarbeiten, was man auch investiv ins Sozialsystem hineingeben kann. Wir haben eine älter werdende Bevölkerung. Wir haben schon einmal darüber gesprochen, 250.000 Menschen mehr in den kommenden Jahren, die ins Pensionssystem gehen werden und die uns aber bei den Jungen am Arbeitsmarkt fehlen werden, weil die Babyboomer-Generation in Pension geht und weniger junge Nachkommen. Das bedeutet mehr Kosten für die Pflege, mehr Kosten auch für die Gesundheit, wenn die Menschen älter werden. Das muss irgendwo erarbeitet werden. Und daher ist dieser grundsätzliche Unterschied in der Herangehensweise, gibt es ein klares Bekenntnis in der Republik, dass wir ein leistungsfreundliches Österreich brauchen, ein Österreich, in dem wieder mehr gearbeitet wird statt weniger, eine der ganz zentralen Fragen. Und eine Regierung, die sich um diese Frage herumschummelt, die kann das Land nicht brauchen. Und wir brauchen ja auch keine Zuckerl-Koalition, die jetzt Zuckerl verteilt, sondern wir brauchen eine Koalition, die bereit ist, mutig, ehrlich sich vor die Menschen hinzustellen und zu sagen, das ist die nackte Wahrheit, so sieht es im Lande aus, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Integration, im Sicherheitsbereich, in den Schulen, in den Kindergärten. Und da gibt es viele Dinge, die man hart anpacken muss. Also wirklich Nüsse zu knacken. Und ich glaube, es kommt auf die Inhalte an. Und wenn die nicht passen, darf man keine Koalition um jeden Preis machen. Mhm. Noch einmal einmal kurz zurückspringend. Die FPÖ ist für eine Senkung der Körperschaftssteuer auf 15% für KMUs zumindest. Die Wirtschaftspläne sind relativ ident, die zwei Wirtschaftsprogramme der Partei. Die SPÖ will das genaue Gegenteil. Die will die Körperschaftssteuer für Unternehmen sogar anheben. Rennen Ihnen da Ihre Mitglieder nicht die Tür ein, wenn die jetzt hören, Sie verhandeln mit der SPÖ und nicht mit der, oder Sie sondieren, um es richtig zu sagen, mit der SPÖ und nicht mit der FPÖ? Also ich lese immer gern das Kleingedruckte. Also es ist ja so, dass vor den Wahlen unterschiedliche Parteien, gerade im Wirtschaftsbereich, immer gerne Unterschiedliches behaupten. Mir ist immer dann wichtig,
was sagen Sie nach den Wahlen und entscheidend, wo bewegen Sie sich in Verhandlungen dann wirklich auf zentrale Inhalte hin? Und ich höre das alles, ich lese das alles. Jetzt gibt es natürlich ein unterschiedliches Werben und ein Bollwerke aufbauen und ein Brückenbauen zueinander. Das ist immer alles so in den letzten 10, 20, 30 Jahren nach Wahlen gewesen. Entscheidend ist ja, wozu bekennt man sich in Verhandlungen? Und ich habe jetzt möglicherweise das Privileg, ein viertes Mal Regierung mitverhandeln zu dürfen, wenn das denn dann so sein wird. Und ich habe in Verhandlungen schon alles erlebt, dass plötzlich sogar 7 Tage, nachdem er gesagt hat, man kann sich das vorstellen, sich Positionen um 180 Grad gedreht haben und man dann nichts mehr wissen wollte davor. Also das Rendezvous mit der Realität beginnt im Verhandlungssaal, ja, im Verhandlungsraum, wo man dann gemeinsam zusammensitzt und da ändern dann plötzlich Menschen ihre Positionen wieder ganz schnell anders und verknüpfen das mit anderen Fragestellungen. Also ich würde mich da mal nicht überraschen lassen, wenn sich da noch einiges täte in den kommenden Wochen und Monaten. Aber ja, meine Mitgliedsbetriebe, und die haben Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fordern ganz klar, dass die Wirtschaftsbelebung und vor allem die Schicksalsfrage des Arbeitsmarkts, die Schicksalsfrage der Leistungsbereitschaft, dass sich Leistung wieder lohnt und dass vor allem diese immens hohen Lohnnebenkosten runtergehen, dass das im Zentrum der Verhandlung steht. Und das kann man nur zu 1000% unterschreiben. Aber jetzt muss man kein großer Mathematiker sein, um zu wissen, dass es bei 3 Partnern mehr Kompromisse gibt als bei 2 Partnern. Inwiefern kann denn eine Koalition aus 3 Parteien, nämlich ÖVP, SP und NEOS, sofern dann überhaupt darüber verhandelt wird, überhaupt große Reformen umsetzen? Auch das, glaube ich, ist etwas, was man in Verhandlungen und davor in den Sondierungen zu den großen Herausforderungen der Republik einmal ausloten muss. Also ich habe es gesagt, es beginnt mit dem Bekenntnis, nehmen wir ein ganz anderes Beispiel, zu sagen, ja, wir haben im Bildungsbereich ein Problem. Wir haben ein Problem im Bildungsbereich, weil wir nicht ausreichend darauf hinschauen, dass der Spracherwerb der deutschen Sprache gut funktioniert. Das hängt eng mit der Integrationsfrage zusammen. Da darf man sich nicht drüber hinwegturnen und sagen, das reden wir alles schön, das wird von selbst passieren und die Probleme haben wir in dem Land nicht. Wir haben sie. Wir haben Probleme der Wartezeiten im Bereich der Gesundheitseinrichtungen, bei einer älter werdenden Bevölkerung. Wir haben Probleme, dass die Menschen Pflegeplätze bekommen. Und wir haben viele andere Probleme auch und das spüren die Bürgerinnen und Bürger. Also wir müssen damit beginnen, in einem ersten Schritt ehrlich und transparent zu sagen, man hat das Wahlergebnis auch verstanden, weil die Österreicherinnen und Österreicher einfordern von der Politik zu Recht, sie sind da souverän, die Wählerinnen und Wähler haben immer Recht, indem sie wählen, egal was sie wählen. Aber die riesige Mehrheit will, dass sich Österreich in Richtung positiv verändert, indem diese Alltagsprobleme gelöst werden. Und damit muss man beginnen. Dann können die Parteien unterschiedliche Ansätze haben, wie man die Probleme löst. Aber wenn ich das Problem gar nicht anerkenne, und das ist mein Unwohlsein, das ich habe, dass ich noch nicht überall orte, dass diese großen Probleme, die die Österreicherinnen und Österreicher sehen für die Zukunftsentwicklung, dass die anerkannt werden. Weil wir stehen an einer Weiche. Wir stehen an einer Weiche, die da heißt, entweder es geht vorwärts und aufwärts für das Land, auch für unsere Kinder und Enkelkinder, und das sage ich auch als Vater, oder es geht abwärts. Und zwar abwärts für uns alle, für die älteren Menschen, die hart gearbeitet haben die letzten Jahrzehnte. Und ich erinnere mich an meine Großmutter immer zurück, die wirklich ganz hart arbeiten musste nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in dieser ganz schwierigen Aufbauphase und immer gesagt hat, von nichts kommt nichts, Harald, von nichts kommt nichts. Man muss die Hände aufkrempeln und wenn es noch so schlimm ist und noch so unangenehm, wenn man selbst verzichten muss, nur dann kann man für sich, für das Land und für die Familie was aufbauen. Und sie hat schon ganz schlecht zum Schluss gesehen, kurz vor ihrem Tod, und hat aber noch miterleben dürfen, dass ich mein Studium abgeschlossen habe. Und sie hat in zittriger Handschrift, weil sie das Billett nicht mehr gescheit schreiben könnte, geschrieben, für Leistung von Oma. Und das Thema, dass wir im Land wieder mehr Leistungsbereitschaft brauchen und dass wir nicht Österreich nach vorne bringen vom Nichtstun, ist eine der ganz zentralen kritischen Schicksalsfragen, die sich diese Republik stellen muss. Und das darf eine zukünftige Bundesregierung nicht als Zuckerregierung sehen, sondern die muss das als Kernaufgabe sehen, die Frage der Leistung, der Wirtschaftskraft absolut in den Vordergrund zu stellen. Und an dem muss man bemessen, ob sich Partnerinnen und Partner finden, ob das 2 oder 3 sind und welche Farbe. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, die Frage zu stellen, welche Farbwahl mir lieber ist. Ich muss ausschließlich darauf schauen, ob wir in Österreich die Chance haben, durch gemeinsame Kraftanstrengung, durch Hochkrempeln der Ärmeln und durch ehrliches Benennen der Probleme und das auch angehen, wieder nach vorne zu kommen. Also Sie haben es schon angesprochen, die Herausforderungen sind groß und es muss rasch etwas passieren. Bis wann brauchen wir denn Ihrer Meinung nach allerspätestens eine neue Regierung? Ich glaube, da darf man nicht päpstlicher sein als der Papst, denn ob das jetzt 2 Wochen früher oder später ist, bin ich jetzt auch sehr ehrlich, ist egal. Hauptsache, das Programm passt, die Maßnahmen sind im Detail verhandelt und es passiert was im Land.
was haben wir denn davon, wenn man da was hinnudelt, wie man in Wien so schön sagt, und es ist dann ein Pfuschprogramm und es geht wieder für die Menschen im Land nichts weiter. Also ich glaube, jeder hat Verständnis, wenn es in einer schwierigen Situation 2-3 Wochen länger dauert, aber dafür ist es ein profundes Programm, hinter dem sich viele Österreicherinnen und Österreicher finden, wo man ehrlich hintritt und sagt, wir haben Probleme in der Wirtschaft, wir müssen das Anreiz wieder orientiert machen, wir haben Probleme im Bereich der Gerechtigkeit. Finden die Österreicherinnen und Österreicher gerecht, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die sagen, ich will bewusst weniger machen, aber will trotzdem die volle Leistung des Sozialstaats haben, die sich einrichten wollen. Und ich rede nicht von den Menschen, die nicht können. Ich rede nicht von den Menschen, die Kinderbetreuungspflichten haben, nicht von den Menschen, die Verpflichtungen haben im Bereich der Pflege. Die können ja nicht. Aber es gibt andere Menschen, die bewusst sagen, ich will mich nicht an den Gesellschaftsvertrag halten, den die Großeltern und Urgroßeltern abgeschlossen haben vor vielen Jahrzehnten, der da heißt, alle im Land verpflichten sich, nach bestem Wissen und Gewissen und bester Möglichkeit möglichst viel zu arbeiten und beizutragen, damit wir unser Sozialsystem finanzieren können. Aber wenn die Gruppe der Trittbrettfahrerinnen und Trittbrettfahrer größer wird, bricht der soziale Zusammenhalt. Auch das ist eine zentrale Frage, die eine Regierung endlich ehrlich adressieren muss. Sonst kann man das Licht abdrehen in der Republik. Ist eine Senkung der Steuerlast für die Unternehmen, also Stichwort auch Körperschaftssteuer, für Sie nicht eine Koalitionsbedingung? Wir haben einen Vorschlag gemacht bei der Körperschaftssteuer, der betrifft ja gar nicht die Betriebe, die da sind, sondern Betriebe, die noch gar nicht in Österreich sind. Wir brauchen ja sowohl Ausgabendisziplin auf der einen Seite, um Spielräume zu schaffen, und andererseits kluge Maßnahmen, die nichts kosten. Eine so eine Maßnahme wäre, wie die Amerikaner uns übrigens gerade erfolgreich vormachen, Betriebe anzulocken, in Österreich Produktionseinrichtungen zu richten, Firmen zu gründen und neue Jobs zu schaffen, indem wir ihnen sagen, wenn du kommst, und über ein bestimmtes Volumen darüber investierst, dann hast du auf einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel 10 Jahre, eine niedrige Körperschaftssteuer. Das ist ein Lockmittel, ein bewusster, ein Köder, den wir auswerfen würden als Anreiz. Und das kostet uns aber nichts, weil Betriebe, die heute noch nicht da sind, ja, zahlen keine Steuern. Dann zahlen sie halt einen niedrigeren Satz, aber würden extrem viel Wertschöpfung schaffen, Beschäftigung schaffen, neue Jobs, was gut für das Beflügeln der österreichischen Mitarbeiter. Und solche kluge Ideen sind jetzt gefragt, die nichts kosten, aber viel bringen. Aber welchen Handlungsspielraum hat eine neue Regierung eigentlich angesichts des jetzt doch deutlich höheren Budgetdefizits, das da in den letzten Tagen ans Licht gekommen ist? Ich glaube, dass der Handlungsspielraum klein ist. Aber man kann sich den Handlungsspielraum ja erarbeiten. Österreich hat ja kein Einnahmenproblem. Wir sind ja eines der Länder mit der absolut höchsten Steuer- und Abgabenquote. Und die österreichische Bevölkerung und die Unternehmen ächzen ja unter dieser großen Abgabenlast. Wir haben ein Ausgabenproblem. Und jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, dieses Ausgabenproblem anzugehen. Und ich zitiere jetzt einen ehemaligen sozialdemokratischen Bundeskanzler, den Christian Kern, der sich in wirtschaftlichen Bereichen übrigens sehr, sehr gut auskennt und der gesagt hat, es wäre jetzt das vollkommen falsche Signal, Steuern zu erhöhen, sondern jetzt ist die Zeit gekommen, sich einmal anzuschauen, was man im Bereich der Ausgaben machen kann. Und das sind übrigens von Hannes Androsch bis zu vielen anderen, sind wir uns alle einig, man muss die Ausgabenseite angehen. Man muss die gesamten Förderungen durchforsten, da ist viel Geld zu finden. Und es gibt eine Reihe von Ausgaben, die der Staat einfach über die Jahre hinweg hat wachsen lassen, weil in komfortablen Zeiten halt niemand die Ärmel hochkrempeln wollte und das, die unangenehme Arbeit angehen wollte, zu sagen, na, da gehen wir jetzt tief ins Detail hinein und sparen auch wieder oder setzen andere Prioritäten bei den Investments. Und nochmal, wir wollen doch für unsere Kinder und Enkelkinder das Bildungssystem verbessern und wir wollen für die älteren Menschen in Österreich und für alle anderen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ein hochqualitatives Gesundheits- und Pflegesystem haben. Auf der Höhe der Zeit kostet das, aber ich kann nicht alles machen. Und ich spüre durch die vielen Gespräche, die ich in Betrieben die letzten Monate gehabt habe, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einen großen Hunger, ein großes Einfordern, dass da jetzt was passiert in Österreich. Und das geht über die Parteigrenzen hinweg. Die Leute sind in Wahrheit viel mehr an Inhalten interessiert. Was passiert jetzt für Sie als Bürgerinnen und Bürger, für Ihre Familien, für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder, für Ihre älteren Familienmitglieder? Die wollen doch eine positive Zukunftsentwicklung haben. Daher, es kommt auf Inhalte an und nicht auf die Farbenlehre. Aber wenn Sie sagen, es muss jetzt sozusagen, die Ausgaben müssen durchforstet werden und da muss eingespart werden. Förderungen haben Sie schon angesprochen. Was käme da noch in Frage? Da wird auch immer wieder der Klimabonus diskutiert. Wird es den künftig noch geben in dieser Form? Ich will jetzt nochmal, wir werden zuerst sondieren und dann verhandeln. Ich will Verhandlungen nicht vorgreifen, weil das ist demokratiepolitisch auch nicht die feine Art, sofort mit der großen Liste zu kommen und zu sagen, im Detail dieses und jenes. Ich glaube, da haben unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Vorstellungen, aber wieder, es muss zuerst außer Streit gestellt werden,
dass wir jetzt nicht die Wirtschaft weiter abwürgen, indem wir die Leute zusätzlich belasten. Dass man das ganz plastisch weiß. Neue Steuern bedeutet, Geld wegzunehmen, das wir eigentlich gerade brauchen, damit es investiert wird von Firmen oder von privaten Konsumenten, Konsumenten ausgegeben wird, damit der Wirtschaftsmotor läuft. Welches Signal würde eine Regierung von sich geben, wenn sie sagt, das Erste, was wir machen, wir greifen in euren Säckel rein, weil wir zu faul und zu feige sind, uns die Ausgabenseite anzuschauen. Es braucht eine mutige Regierung, eine Regierung, die sich hinstellt und die Probleme benennt und eine Regierung, die das dann auch angeht. Zuckerl verteilen, um das Wort Zuckerl-Koalition zu verwenden, kann man, wenn es uns bei der Oberlichte ordentlich hineinweht, und das ist aber nicht der Fall. Wir haben keine Zeit für Zuckerl, wir haben eine Zeit für Wahrheit, für Ehrlichkeit und da und dort für eine harte Maßnahme, weil wir das den Menschen schuldig sind in einer Demokratie und vor allem den nächsten Generationen, auch unseren Kindern und Enkelkindern. Ich kann nicht für meine Tochter treten und sagen, das war uns damals alles egal und wir haben weiter Schulden gemacht und wir haben das System an die Wand gefahren und wir haben nicht zugeschaut, wie die Wartezeiten, wir haben zugeschaut, wie sich die Wartezeiten in den Spitälern verlängert haben und wir haben zugeschaut, wie die Pflegeplätze weniger geworden sind. Wir haben zugeschaut, wie es in den Schulen immer mehr und mehr zugegangen ist, wenn wir uns dem Sprachthema nicht angenommen haben. Das mache ich nicht. Und daher glaube ich, dass es keine Koalition um jeden Preis geben kann, sondern es muss eine Koalition geben, ich sage es nochmal, wo man die Probleme benennt, identifiziert und dann sagt, was ist jetzt das Richtige und das Wichtige für die Republik. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger würden auch nicht verstehen, wenn in einer ernsten Lage, in der wir sind, da jetzt eine PR-Regierung daherkommt, die irgendwie sagt, ha, jetzt tun wir irgendwie schöngeistig herumphilosophieren. Ich spüre, dass ich werde angesprochen an jeder Straßenecke herumgehe von Menschen, die ich nicht kenne, die sagen, jetzt ist wichtig, dass in dem Land was passiert. Jetzt ist wichtig, dass in dem Land was passiert. Und mir gibt eigentlich kaum jemand mit diese oder jene Parteivariante. Das ist jetzt wichtig, die Menschen spüren, dass was passieren muss im Land. Abschließende Frage noch, sollte es zu keiner Einigung kommen jetzt in den Sondierungsgesprächen und Verhandlungen der nächsten Monate, was soll dann passieren? Soll es dann wieder Neuwahlen geben oder wie geht es dann weiter nächstes Jahr? Also jetzt kennen Sie mich lang und gut genug. Ich bin auch kein Zauberer, der in die Glaskugel schauen kann. Ich glaube, die Lage ist eine durchaus anspruchsvolle Lage. Wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie geht man halt auch fairerweise immer Schritt für Schritt. Ich habe es gesagt, wir verhandeln ja noch gar nicht. Niemand verhandelt noch. Es wird sondiert. Das war der Wunsch des Herrn Bundespräsidenten. Ich glaube, dem muss man auch in einer Demokratie entsprechen. Jetzt wird man dann entscheiden, wer einmal versucht, so eine Problemanalyse zu machen. Und dann wird verhandelt. Und dann wird man sehen, wie sich diese Verhandlungen entwickeln. Und da muss man, glaube ich, ganz nüchtern sein. Ich habe schon gesagt, mir ist lieber, wenn man da länger und im Detail redet und um Lösungen ringt, die für die Menschen in dem Land wichtig sind, als dass man da hudelt. Und dann muss man das entlang des Weges beurteilen. Ich kann das nicht voraussagen, Sie können das nicht voraussagen, niemand kann das voraussagen. Und ich bin ja der Meinung, es ist weniger Zeit für Spekulation als Zeit für die Ärmel hochkrempeln, ehrlich die Probleme benennen und wirklich um die Lösungen ringen, die die Menschen einfordern und die das Land nach vorne bringen. Herr Präsident, vielen Dank für den Besuch. Ich danke Ihnen für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter mit Fellner Live.